Welche Kosten hat der Arbeitgeber bei einem Seminarbesuch zu übernehmen? Naja, logischerweise die Kosten, die Seminargebühren selber, das ist ja ganz klar. Aber das sind ja vielleicht nicht alle Kosten, die anfallen. Man muss ja irgendwie erstmal zu dem Seminarort hinkommen, ja? Sei es jetzt mit der Bahn, sei es mit dem Auto, auch das ist zu bezahlen. Also diese Kosten selbstverständlich. Dann auch die Hotelkosten. Die Präsenzseminare finden ja in den Vertragshotels der BRF statt. Das muss auch bezahlt werden. Halb- oder Vollpension kommt natürlich darauf an, ob man übernachtet oder eben nicht. Jetzt ist natürlich noch so die Frage, manche Seminarorte sind etwas weit entfernt und vielleicht findet auch in näherer Umgebung von der WEF zeitnah nichts anderes statt und jetzt muss man vielleicht von Hamburg nach München fahren. Die Schulungen der WEF beginnen üblicherweise nachmittags gegen 14 Uhr. Man hat also noch ein paar Stunden Zeit, um anzureisen, aber es kann mal sein, die Verbindung ist so schlecht, ich komme von Hinterfeldteufel, bis ich erstmal zum Hamburger Hauptbahnhof komme, dauert schon 3-4 Stunden und dann auch die Fahrt nach München oder nach Garmisch, das schaffe ich vielleicht bis 14 Uhr gar nicht. Also die Frage Voranreise. Am Sonntag zum Beispiel, wenn das Seminar am Montag beginnt, ist auch das vom Arbeitgeber zu erstatten. Und auch da muss man sagen, ja, wenn es nicht anders geht, das heißt nicht, egal wo der Seminarort ist, ich kann immer am Vorabend anreisen, um dann auch in die Sauna zu gehen oder irgendwas, mag ja schön sein, aber das muss der Arbeitgeber nicht finanzieren. Aber wenn es nicht anders geht, dass man rechtzeitig bei der Schulung ankommt, dann ist auch eine Voranreise drin mit einer zusätzlichen Übernachtung dementsprechend. Das hat der Arbeitgeber dann auch zu bezahlen. Also kann man hier festhalten, alle Kosten sind zu übernehmen, die eben eine Schulung bedingt, denn denk daran, weisungsfreies Ehrenamt, du sollst auf keinen Kosten hocken bleiben. Also Seminargebühr, Hotelkosten, Übernachtung, Verpflegung, Anreise, unter Umständen sogar die Voranreise.